Ich stehe jetzt gerade hier in Düsseldorf vor der Contra. Ich wurde eingeladen, von der Contra höchstpersönlich als Speaker auf der Expo-Stage zu sprechen. Und ich werde mit einem Kunden von uns, und zwar dem lieben Nathanael von Apfelband, eine Live-Podcast-Episode machen. 60 Minuten werden wir darüber sprechen, wie man eine Brand aufbaut, wie man 8-Figures macht in sehr, sehr kurzer Zeit. Und heute gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Ich nehme dich einfach mit. Viel Spaß. So, mir sind zwei wundervolle Menschen gerade über den Weg gelaufen hier im Speaker-Bereich. Und zwar einmal der Matthias und der René, Verkaufspsychologie. Und ich dachte, ich nutze die Chance gleich mal und frage euch, wie wichtig ist eigentlich Verkaufspsychologie im E-Commerce? Ja, super wichtig, ne? Weil ja Menschen deinen Shop besuchen. Ne? Und da musst du ja auch dementsprechend abholen. Und dann geht es natürlich an den einzelnen Stellschrauben. Ne? Du hast ja Produktdetailseiten, du hast ein Checkout. Geht es darum, dass du beispielsweise Bounce Rates senkst, ne? Oder dass die Leute generell einfach von der Seite abspringen und dass die da flüssig einfach durchgehen und möglichst viel in den Warenkorb reinlegen. Ne? Ja, auch die Motive dahinter zu verstehen, ne? Und die Leute abzuholen, weil niemand kauft ja einfach nur so einen Schal. Ne? Wir wollen dann schöner aussehen beispielsweise. Oder mein Lieblingsbeispiel ist immer die Grillzange. Ne? Haben wir ja auch schon mal zusammen bei YouTube einen Podcast drüber gesprochen. Ne? Dass Leute halt, man kann halt sagen, die Grillzange werde zum Chef am Grill, ne? So die beste Grillzange, die es gibt. Oder man sagt halt, hey, fürs nächste Familienfest. Es gibt halt immer verschiedene Motive, um die man kauft, und die müssen halt über die Copy, über die Bildsprache sichtbar werden. Und dann gibt es natürlich noch Trigger, die dazu führen, dass man mehr schneller Vertrauen aufbaut und dann auch kauft und sich gerade auch unterscheidet als Shop. Ne? Vielen, vielen Dank. Danke euch. Kurz und knackig. Von den beiden können wir bestimmt viel lernen. Ladies and Gentlemen, welcome Daniel und Nathanael. Vielen Dank für die wundervolle Anmoderation. Dann kann man das natürlich als Tool nutzen, um die ganzen Leute zu kontaktieren, die halt gerne sparen. Und von anderen Programmen, diese LCs, das ist auch ein Zusammenhang. Der Pain Point. Ja? Was ist eigentlich so das Problem im Markt? Bei dir könnte es zum Beispiel sein, aber ich weiß es, bei Apple gibt es gar nicht so viel Auswahl wie bei dir. Oder auch der Preispunkt ist ein Schmerzpunkt für die Zielgruppe. Das sind natürlich Dinge, die motivieren, dann dort bei dir ein Produkt zu kaufen. Das ist aber nur eine Message. Das heißt, wenn wir von Marketing-Messages sprechen, würde ich mal darum, dass du so, der hat richtig Spaß gemacht mit dir. War auch nicht das erste Mal, du warst ja schon mal bei mir im Podcast. Genau. Und für alle, die den Podcast noch nicht kennen, einfach mal Ecom Secrets suchen. Werdet ihr finden auf Spotify, auf iTunes. Und ich wünsche jetzt einen wundervollen Resttag. Bis dann. Ciao. Ich habe jetzt gerade durch Zufall wieder den Kevin getroffen. Wir haben uns vor 2 Wochen auf der OMR auch gesehen. Und wir haben uns kennengelernt, tatsächlich in Dubai letztes Jahr auf der Geekout, über meinen Podcast, da hattest du mich angesprochen. Genau. Und jetzt sehen wir uns hier wieder, mega geil. Du machst ja auch viel im E-Commerce-Bereich. Was würdest du sagen, wie wichtig sind Meta-Ads heutzutage im E-Commerce? Ist immer noch der absolute Wachstumstreiber, also wer sich weiterhin auf Meta spezialisiert und da auch jetzt nicht den Fokus verliert und im nächsten Shiny Object hinterher rennt, der wird definitiv weiter wachsen. Weil am Ende Meta immer noch einem die besten Möglichkeiten gibt, wenn du den Product Market Fit hast, dein Produkt zu skalieren. Und gerade jetzt auch hinsichtlich des ganzen Thema Automatisierung, ich meine, ihr habt es letzte Woche auch auf der OMR hinsichtlich der ASC-Kampagnen angesprochen, du bekommst dort halt einfach die Chance, dich viel mehr aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das heißt, dass du deine Offers testest, dass du deine Awareness-Stufen testest, dass du guckst, welche Angles holen deine Zielgruppe wirklich ab und du dich dann dadurch halt viel stärker auf die Kreativkonzeption und auf das Kreative fokussierst und gar nicht mehr so viel mit dem Media-Buying-Setup beschäftigt bist. Und wie gesagt, wer Meta meistert, der meistert meiner Meinung nach immer noch halt den E-Commerce. Unterschreibe ich zu 100%, sehe ich genauso. Mega gute Antwort, richtig smarter Kopf. Ich sage vielen Dank und jetzt erstmal viel Spaß auf der Contra. Das ist eine sehr gute Idee. Mach die Memo. Ich bin hier gerade an einem Ort, in einem Leben.
Ich komme jetzt gerade aus dem Vortrag raus. Wir waren da hinten auf der Expo Stage, der Nathanael von Apfelband und ich. Wir haben 60 Minuten einen Live-Podcast geführt. Den werden wir jetzt auch die Tage mal veröffentlichen. Das heißt, wenn du jetzt gerade zuschaust, dann wird das Ganze im Podcast gelauncht und auf YouTube. Und ich wollte so ein paar Dinge mit dir jetzt noch teilen, denn wir haben gesprochen über Brandbuilding, über Retention Marketing und vor allen Dingen, wie man auch so diese Transition macht von einem Dropshipping-Shop zu einer etablierten Brand. Und eine Sache möchte ich dir jetzt, wenn du jetzt hier gerade zuschaust, noch mit auf den Weg geben. Und zwar, wie baut man eigentlich eine Marketingbotschaft? Weil für mich ist eine Marketingbotschaft wie verkaufen. Also Marketing ist für mich verkaufen und verkaufen bedeutet überzeugen. Und wenn du jetzt deine Zielgruppe hast und einfach nur immer die gleichen Messages verwendest, dann wird es vielleicht ein bisschen funktionieren, aber du wirst irgendwann ein Umsatzplateau erreichen. Und der große Trick ist, und das haben wir natürlich am Beispiel von Apfelband gezeigt, das machen wir auch mit den ganzen anderen Brands, die bei uns in der Agentur arbeiten oder mit uns zusammenarbeiten oder natürlich auch im Coaching bringen wir das bei, dass man ein Marketing-Messages-Framework entwickelt. So, was meine ich jetzt damit? Das heißt, du willst einmal Marketingbotschaften entwickeln, die auf das Problem deiner Zielgruppe eingehen. Hey, du hast Haarausfall, unser Produkt ist hier die perfekte Lösung. Dann willst du aber vor allen Dingen auch zeigen und demonstrieren, dass das, was du da sagst in deinem Marketing, und das unterscheidet dann natürlich den Amateur-Marketer vom Profi, dass du auch wirklich dieses Versprechen hältst und dass dein Produkt dieses Problem löst. Ja? Dann möchtest du Beweise bringen wie Kundentestimonials in jeglicher Form. Von einer Grafik mit 5 gelben Sternen bis hin natürlich auch zu Videotestimonials, das dann viel authentischer ist, weil da kommen diese ganzen Emotionen mit und das verkauft dir viel, viel besser als irgendwie einfach nur eine Grafik ohne Gesicht. Ja? Einwandbehandlung. Deine Zielgruppe hat sicherlich einige Fragen oder auch Einwände, bevor sie bei dir Kunde wird. Das heißt, daraufhin Content machen, Ads schalten. Ja, wir haben zum Beispiel eine Brand, da verkaufen wir Skincare. Ja, das heißt, es sind Frauen, die, natürlich auch Männer, die irgendwie Akne haben, die Hautprobleme haben und das Produkt löst das Ganze. Ja, da haben wir aber festgestellt, dass es einen Einwand gibt und zwar die Zielgruppe war sich gar nicht sicher, welche Farbe passt eigentlich zu meiner Haut. Farbe, ja? Also welchen Ton brauche ich da? Und wir haben das nur rausgefunden durch einen Kommentar auf dem Instagram-Post und daraufhin dann Content entwickelt, auf der Produktseite, in den Ads, im organischen Content-Marketing und das hat dafür gesorgt, dass wir wieder mehr Leute überzeugen können. Auch so ein Thema ist, wer steckt eigentlich hinter der Marke? Ja? Wer ist der Gründer, wer ist die Gründerin? Hier gerne auch mal die Story erzählen und auch so Behind-the-Scenes zeigen, Mitarbeiter zeigen, vielleicht das Fulfillment zeigen, das Lager zeigen, Produktentwicklung zeigen. Weil das sind alles Sachen, die am Ende des Tages halt den Unterschied ausmachen, dich als Marke kennenlernen, die vor allen Dingen auch dich als Marke mögen und am Ende auch vertrauen. Ich habe jetzt hier den Lukas von Beilmann Marketing. Full-Stack Google Ads, YouTube-Werbung auf Google-Werbung, alles was dazugehört. Und wenn ich dich jetzt schon gerade hier habe auf der Contra, wollte ich dich mal fragen, du arbeitest ja sehr viel mit E-Com-Brands. Wo siehst du aktuell so die Challenges, was die ganzen Brands haben? Also was wir in den letzten 2 Jahren gemerkt haben, ist, dass es nicht mehr so einfach ist, mit jedem Kanal entsprechend durchzustarten. Das heißt, Werbekosten steigen immer weiter. Du weißt gar nicht mehr, wo platziere ich mich oder welchen Kanal soll ich als nächstes angehen. Und es ist immer, wird immer schwieriger, auch herauszufinden, wo der Kunde kommt. Ja. Wir bei meinem Marketing schauen uns immer die Kunden genau an und schauen, wann fange ich mit welchem Kanal überhaupt an. Du willst eigentlich Multichannel machen, weißt aber gar nicht, wie starte ich mit Multichannel. Das heißt, glaube ich, die größte Herausforderung ist, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu machen und nicht irgendwie Geld verbrennen mit unnötigen Channels, die ich auch aktiviere. So, die Contra ist vorbei. Ich bin wieder in München und ich muss sagen, Contra war ein komplett voller Erfolg. Ich bin tatsächlich Speaker Nummer 1 geworden. Es waren 70 Speaker da. Ich habe den Tiger Award dieses Jahr gewonnen auf Platz 1. Vielleicht können wir auch kurz das Bild hier irgendwo einblenden. Und mich hat es mega gefreut, dass hier auch so viele aus der Community da waren. Es waren einige Podcast-Hörer am Start, es waren sogar Kunden von uns am Start. Wenn dich so Behind-the-Scenes-Content interessiert, dann schreib doch mal unten in die Kommentare, ob ich noch ein bisschen mehr von dieser Art von Content hier auf YouTube publishen soll. Und mich hat es mega gefreut, dass du dir zugeschaut hast. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.